Guten Hallo? Tag. Guten Tag zum außerirdischen TV. Warum fehlt hier... Ey, Alien. Behindert. Alien, ja? Warum fehlt hier was? Was hast du hier gemacht? Was fehlt hier? Was soll denn das? Das war ich nicht. Ja, Mann. Machst wieder alles kaputt. Das war es doch sicher du. Na, ich habe gar nichts gemacht. Du willst mir hier wieder irgendwas anhängen. Okay, liebe Leute. Willkommen zurück auf unserer kleinen Farm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind nicht auf der Farm. Wir sind in einer Dreckhöhle. Wir sind in unserem kleinen Erdbunker. Holen wir jetzt ein Pferdchen? Ja, wir holen erstmal einen Sattel und wir holen was zu essen. Ja. Und dann hast du eigentlich schon verraten, was wir machen. Das heißt, ich kann mir das heute sparen. Das haben wir Ellen in der letzten Folge ja versprochen. Oh, ist das hell hier, meine Fresse. Dass Ellen heute ein Pferd bekommt. Ja. Nein, Moment, das haben wir so nicht definiert. Wir haben gesagt, ich verspreche dir, dass wir danach schauen. Ich habe dir nicht versprochen, dass wir eins finden. Ja, okay, wir schauen nach eins. Aber da musst du auch eins haben. Ja, schauen wir mal. Darf ich das dann mit auf mein Zimmer nehmen? Nein. Oh Mann, oh, dicker Ruckler. Ich wollte mit dem aber eine Teeparty machen. Und dann stirbt es, weil Pferde keinen Tee vertragen. Ja. So ist der Plan. Erst fangen wir auf, wenn ich ein Tier, und dann wird es grausam mit Tee hingemeuchelt. Gehen Sie gerade ins Lagerhaus? Ja, wir brauchen ja noch Sattel, oder Sättel meine ich, und Futter. Ich komme hinterher gelaufen. Oh je. Denn mein Brot ist lange aus. Das hat sich jetzt langsam mal verbraucht. Ich habe noch 6 Brot. Du hast noch meine Äpfel, oder? Die habe ich dir auch gegeben, ganz sicher. Warum habe ich die jetzt nicht mehr? Habe ja, ich die eben in die Kiste gelegt? Hast du die vielleicht gegessen? Nein. Hallo Hund? Warum kommt dieser Hund immer angelaufen? Der gehört mir gar nicht. Komisch. Aber mir gehört er auch nicht. Meine Hunde sitzen immer noch vor meiner Tür. Verrücktes Vieh. Jetzt muss ich mal schauen, haben wir die Sättel mitgenommen? Ich hoffe es mal. Aus der anderen Welt. Oder beziehungsweise aus dem Dschungel. Sind doch wir hin? Sicher? Hier oder irgendwo anders. Ah ja, wir haben welche. Jetzt packst du deren ein. Okay. Brauchen wir auch noch Leinen? Ja, das wäre ganz gut. Wir haben keine hier. Wir brauchen Heuballen, oder? Na, oder kann man auch Weizen nehmen? Na, wofür, Alien? Ja, zum Zähmen von einem Pferd. Die zähmst du, indem du dich draufsetzt. Echt? Ja, die musst du einreiten. Die versuchen, oder die werfen dich am Anfang 3-4 Mal ab und dann sind die eingeritten. Schön. Weißt du das alles nicht? Nein. Ach, ich bin ja kein Cowboy, ich bin ein Alien. Warte, hier hast du Brot. Ah, oh, schön. Mein Brot. So, ich muss gerade nochmal gucken, wie macht man denn nochmal die Leinen? Wir brauchen dafür Sticky, ne, diese Schleimbälle und Faden. Ich probiere das gerade nochmal, das ist jetzt alles so ein bisschen aus dem Gedächtnis, ich habe da gar keine Ahnung mehr von. Das war doch irgendwie so. Gut. So, oder? Kann das sein? Oder so? Ha, haha, guck mal an. Oh, super, Herr Schavo. Ja, fast auf Anhieb. Gut, und dann können wir eigentlich los. Moment, so. So, ist wieder sortiert. Alles klar, ich bin soweit. Bist du auch soweit? Ja. Gut. Ich warte schon vor der Tür. Dann würde ich sagen, probieren wir das im Norden. Das hier müsste Norden sein. Wir gehen einfach dahin, wo die Monsterfallauch ist. Wir gehen gerade in den Süden. Ja, wir gehen in den. Wir müssen in den Süden. Genau, da muss man hin. Warum sagst du da Norden? Weil ich nach oben gehe. Und deswegen ist dort für mich Norden. Keine Ahnung. Kam mir jetzt einfach so vor, als wäre das Norden. Wir müssen auf jeden Fall an der Monsterfalle vorbei. Und dann schauen wir mal übers Gebirge, denn dort ist auch so wie jede Menge Flachland oder was auch immer. Nein! Oh Manu, ich schaff's doch nie, die Tür da wieder aufzumachen. Das war so klar. So, Moment, ich muss mal gerade was gucken. Wir können. Okay. Oh, diese Dschungelbäume. Warte, ich gehe hier direkt rechts hoch. Ja, die habe ich gepflanzt, weil ich das Holz brauche, weil ich ja Kakaobohnen anpflanzen möchte. Ach so. Da müssen wir bald auch noch die Farmen für die Kakaobohnen weitermachen. Mhm. Ach, das sind überall Bäume hin. So, wie machen wir das? Ach, guck mal, ich springe. Pass auf. Ob das bei mir gut geht? Oh, komm, jetzt will ich sehen. Oh, scheiße. Ich wusste es. Du bist nicht gerannt, kann das sein? Oh ja. Ich bin normal gegangen. Es war so klar, dass da irgendwas schief geht bei dieser Sache. Ich bin ein Alien, ja? Mein Gott. Alien können gar nichts, wolltest du jetzt sagen? Ja, ich habe gesagt, Aliens können nichts. Nein, nein! Du bist aber ganz schön unbedarft auf diese Welt gekommen. Siehst du mich noch? Ja, ja. Ich hing nur gerade fest im Laub. Meine Fühler hatten sich versehentlich ausgedingst. Was, und dann bin ich in den Blättern hängen geblieben. Hat dich der Baum so angetörnt oder wie kommt das? Ja. Der hatte so ein feines Grün.
Obwohl ja eigentlich jetzt Herbst ist. Die Blätter müssten braun sein. Dann kannst du ja mal deinen Hintern dran halten, dann wird das noch. Nö. Achso, ich möchte mich jetzt an dieser Stelle auch mal ganz herzlich bedanken für die ganzen tollen Namen, die euch so eingefallen sind. Wie der kleine Fridolin oder die kleine Badewanne und so weiter und so fort. Also mein persönlicher Gewinner... Achso, stimmt, ich habe das ja mit einem kleinen Preis angekündigt, ne? Alter, jetzt das Lied aber ganz schön laut. Moment. Halt, stopp. Was passiert denn da jetzt? Aha. Und jetzt ist das Lied wieder zu leise. Also irgendwas ist ganz komisch in dieser Playlist im Moment. Das sind die neuen Lieder, die ich hier für euch reingehauen habe. Der kleine Gewinner, der kleine Partizip ist der Gewinner, wollte ich eigentlich sagen. Also herzlichen Glückwunsch. Ich werde demnächst dein Geschenk rüberwachsen lassen. Und ich glaube, ich werde sowas öfter machen, so ein kleines Gewinnspiel. Da weiß die Eldin ja gar nichts von, ne? Ich hab nämlich gesagt, der coolste Name, der kriegt von mir einen Gewinn. Aha. Und der kleine Partizip, der hat eindeutig gewonnen bei mir. Und ich denke, solche kleinen Gewinnspielchen können wir öfter mal machen. Da ist Lava, oh mein Gott. Wo ist Lava? Ach da, nein, das ist eine Blume. Wo ist Lava? Rechts, da vorne ist Lava. Tschu. Oh, guck mal, das hier. Das ist krass. Oh, das ist wunderschön. Das ist nicht möglich. Das ist von einer anderen Welt. Jetzt wird es natürlich dunkel, ist auch voll geil. Ich finde es super. Ich habe schon einen Zombie gehört. Ja, wo bist ich du auch. Hin? Huch. Wo bist du? Ich bin bei den Kürbissen. Oh, Kürbisse. Kürbisse. Tausend. Tausend Millionen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier ein Pferd irgendwo finden. Also an sich passt die Landschaft ja noch nicht ganz. Ich glaube, da muss mehr Freiland sein. Sonst müssten wir halt noch mal ganz weit Richtung Wüste rennen. Dahinter war das ja dann. Aber das ist mir jetzt eigentlich zu weit. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ne? Woher weißt du denn, was hier in dieser Richtung ist? Ich kenne das ja alles schon. Das habe ich ja in der früheren Welt alles schon mal erkundet. Meinst du, kommt hier kein Flachland? Doch, danach müsste eigentlich welches kommen. Ja, dann gehen wir jetzt auch weiter. Hier ist eine Schlucht, Vorsicht. Und die ist geil, ziemlich Lomat. Tief. Die ist ziemlich tief. Ich gehe hier mal so ein bisschen rein. Tschö. Nein. Oh, ich gehe den einen anderen Weg. Den einen anderen. Es kann nur einen geben. Ja, ich gehe besser nicht direkt an der Schlucht vorbei. Du kennst mich ja. Ja. Ich kenne dich. Deswegen ist das ganz gut, wenn du das nicht so machst. Sonst gibt es Eldian-Matsche. Oh, da sind da schöne große Bäume. Das gefällt mir. Oh, prachtvoll. Achtung, da oben ist ein Creeper. Zwischen den Birken. Der die mag ich nicht. Der versteckt sich ganz schön gut da. Es sind zwei. Oh, ein Fluss. Ach, der hat den anderen gesprengt. Geilo, Mart. Ich nehme mal die Erde mit. Hallo, ihr Hühner. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, komm, sammelst du jetzt hier mal unbedingt das Schießpulver. Brauchst du aber im Moment ja gar nicht, weil wir bauen ja sowieso jetzt eine Monsterfalle. Also eigentlich ist es ja gar nicht so nötig. Bist du da? Ja. Ja. Ich muss ja immer mal auf dich Acht geben. Es kann ja sein, dass ich dich verliere. Ja, manchmal, da bleibe ich auch in irgendwelchen Bäumen hängen. Manchmal? Manchmal. Deine Aussprache ist stetig schlechter geworden, seit du hier aufgenommen hast. Ja, und? Ich bin halt ein Assi geworden, ja? Assi-Alien. Ich wollte es nicht sagen. Du bist nur noch... Aus Alien wurde Assien. Ja. Und hopper. Hopper, hopper. Klappt das mit... Oh, guck mal. Also der neue Computer hat sich schon ein bisschen bezahlt gemacht, ne? Du bist nicht mehr ganz so tollpatschig wie früher. Naja, es geht. Oh! Ah! Ah! Ich bin peng. Nein, doch nicht. Und selbst wenn wir jetzt... Huch, hier ist irgendwo ein Zombie runtergefallen. Ja. Oh, ganz nah. Was? Boden? Weiß ich nicht, aber ich habe ihn ganz nah gehört. Auf jeden Fall würde ich eigentlich sagen, auch wenn wir jetzt hier nichts finden, ist es mal ganz nett. Da erkunden wir wenigstens mal die Gegend hier oben. Die habt ihr ja auch noch nicht gesehen. Und ich kenne sie auch nicht mehr so genau, weil das schon ewig lange her ist. Ist aber ganz schön groß, das Waldgebiet. Ja, ne? Ja, es sind halt große Biome, deswegen. Gibt es hier auch Hexenhäuser? Da unten ist ein Creeper. Nee, die gibt es nur in den Sümpfen, soweit ich das weiß. Ach so. Ich habe noch nie eins gesehen. Hallo, Creeper. Ich mag den. Ist nicht mehr. Jetzt ist er nicht mehr mein Freund. Armes Ding, armes Ding, armes Ding. Au. Oh, 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 jetzt hat er ja wenig Leben. Was macht der Schabo denn da? Ich kämpfe. Ich bin mutig. Du musst mich jetzt kurz beschützen. Na schön. Na schön. Na, das kann ja nicht gut gehen. Wir werden sehen. Guck mal, hier ist auch eigentlich ein cooles Grundstück, um hier mal so ein Haus hinzubauen. Mit dem großen See dran. Wir bauen einfach überall Häuser hin. Ja, genau. Weil wir sonst nichts zu tun haben. Hier baden. Obwohl dein Platz schon ziemlich cool ist mit deinem kleinen Hexenhäuschen, muss ich sagen. Ja, ich finde es auch sehr romantisch. Gut.
Apropos, ich muss da eigentlich nochmal hingehen. Ja, du warst da lange nicht mehr, ne? Ja, da wachsen jetzt sicher schon ganz viele Spinnenleben. Nein, die aber Spinnen haben es übernommen. Spinnen hat's okay. Hallo Zombie. Die Zombies wollen schon zu uns. Guck mal, der hat ja sogar ein Schwert. Und oben kommt, glaube ich, gerade ein Creeper runter, wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen habe. Aber ich mag ihn. Er guckt wie dein Kater. Au, 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 nein, nein, nein. Spinnen, kommt ihr, noch seid, ein ihr seid der Abschaum. Creeper, komm. Oh, oh. Komm doch ins Wasser. Der will der will mich, ne? Schlag ihn, der will mich. Boom. Du weißt im Zweifel dann mit rechter Maustaste verteidigen mit dem Schwert, ne? Kriegst du nicht so viel Damage. Das kann ich nicht. Du musst nur rechte Maustaste gedrückt halten. Nee, 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 Spinne. Nee, 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 so nicht. Noch einer. Oh. Wenn du gleich hier explodierst, Alien, dann gibt's Ärger. Ich hab dir genau gesagt, wie es geht. Und greif bitte nicht den Enderman an. Lass den Enderman bitte. Ist der? Oh. Der steht hier oben. Ich hab ihn angeguckt. Es interessiert ihn noch nicht. Guck weg. Wo bist du denn? Ich bin hier. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh. Siehst du mich? Guck mal, wie viele Zombies da unten schwimmen. Ja, die machen eine Poolparty. Das ist ein Freibad. Ein Untotenbad. Ich hab 5 Herz. Heilst du dich noch? Ja. Gut, das ist die Hauptsache. Oh, der Enderman hat einen Block in der Hand. Kommst du jetzt mal? Ja, ich renne an ihm vorbei. Du willst doch ein Pferd haben, also los. Ja. Du kleines Gör. Erinnerst mich an diese reichen Schnüsselkinder. Ich will Pony! Ja, da kommt wieder ein Creeper. Wo? Von links. Von links? Bist dran vorbeigelaufen. Ach, dann kann er mich mal. Achtung, da. Von vorne kommt ein Zombie. Mini-Zombie. Sag mal, warum wollt ihr eigentlich alle mich? Wir lassen hier ganz schön große Löcher in der Gegend. Hey, der geht einfach an mir vorbei. Ja, ich bin halt viel cooler. Komm her, der kommt gar nicht hier rauf. Oh nein, mein Schwert ist kaputt. Nein, oh nein, 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 nein. Ich hab noch ganz viele. Das ist gut behalten. Ich habe noch ein anderes gehabt. Aber lass mal weitergehen. Hier sind aber viele Zombies. Was wollen die denn alle? Achtung, links ist ein Skelett. Mhm. Sonst würde ich sagen, also wenn der Wald nicht gleich zu Ende ist, drehen wir dann noch irgendwann um. Wie spät haben wir's? Die Nacht ist bald vorbei. Komm, wir gehen so lange, bis die Nacht vorbei ist. Oh nein. Wir müssen rennen. Wieso? Ja, damit ich noch ein Pferd kriege. Ach so, deswegen. Achtung, Skelett. Renn einfach, renn. Ja, ich renn auch. Au. Das treibt mich nicht. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Ich muss auch was essen. Was gibt's denn hier sonst so? Skelette. Der kleine Partizip treibt mich an. Wie kamst du eigentlich darauf, Namen zu? Einfach so. Zu suchen. Weil wir neulich mal drüber gesprochen hatten. Über dumme, lustige Namen wie der kleine Ofen oder die kleine Dusche. Ach ja. Und dann dachte ich, oh, kann man das immer weitergehen. Oh, Creeper. Bleibt von der Karte nichts mehr übrig, wenn wir hier immer weiter so durchgehen. Achtung. Hallo. Immerhin so. Machen wir so ein bisschen Survival-Training. Hier ist irgendwas Helles, aber ich glaube, hier ist nur Lava, oder? Ja. Oh, guck mal, die Lava fackelt den Baum ab. Und warum ist da sogar Stein? Das sieht komisch aus. Nicht. Das ist mysteriös. Ein Apfel, ich will den Apfel. Haha. Verdammt. Oh, oh, nicht, dass jetzt hier bald der ganze Wald abfackelt. Mach doch nichts. Das, doch, das... Ist ein Naturspektakel. Das ist für den Server nicht so gut. Löschst du das Feuer jetzt? Nö, ich bin weitergegangen. Oh Gott, da bist du an mir vorbeigegangen. Wo bist du hingegangen? Warte, sehe ich dich irgendwo? Ich kämpfe gerade gegen einen Zombie. Oh, und gegen ein Skelett. Das höre ich gar nicht. Ich bin immer noch da bei der Lava. Dann geh mal ein Stück weiter bitte gleich, wenn du kannst. Geradeaus? Ja, da in die Richtung, wo wir hingegangen sind. Bist du direkt an der Lava vorbeigegangen oder nicht? Doch, direkt an der Lava vorbei. Aber die Richtung habe ich beibehalten. Okay. Stehst du auf einem Berg? Ja. Ja, ich sehe dich. Oh, warte. Direkt an einem Skelett bin ich vorbeigegangen. Aua. Wo bist du, Ellie? Ich bin auf dem Berg. Hallo. Ich hab dich die ganze Zeit schon verfolgt. Verpiss dich. Warte, ich hol's mir. Du Freak. Oh, jetzt kommen hier die Creeper. Oh nein, wir müssen weiter. Ja, komm, wir gucken noch bis die Viecher hier brennen. Vor kann doch nicht sein, dass dieser Wald hier ewig lang ist. Na, irgendwie schon, ne? Nein, der ist schwul. Homosexuell.
Ach, benutzt nicht solche Wörter, wo du nicht weißt, was sie bedeuten. Okay, also diese Richtung ist erstmal die falsche. Hierhin gibt es eigentlich nur Holz. Hier fällt man runter. Wo bist du? Ja, rechts. Ach so, rechts, okay. Hä? Wo? Ja, immer noch auf dem Berg. Okay, ich guck mal, ob ich dich finde. Ach, da. Wie bist du denn da hingekommen? Das war dann. Ich bin gerade gelaufen. Ich bin gerade gelaufen auch. Warte, ich komme rüber. Hör mal, guckt. Ich weiß nicht, jetzt lädt sie halt im Moment anscheinend nicht so schnell, aber der Wald, der scheint noch ein Stück zu gehen. Der ist noch nicht vorbei. Also ich habe mein Versprechen gehalten, Alien, ja? Na gut. Komm, dann gehen wir jetzt schnell zurück. Ganz, ganz zügig. Mhm. Weil wir müssen auch noch was anderes bauen. Sonst haben wir die Ewigkeiten nur rumgelungert und sind rumgerannt. Das ist traurig. Ich habe ihn im Gehen umgenietet. Den wollte ich aber im Gehen umnieten. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Oh, nur weil du kein Pferdchen hast, das ist ja traurig. Ja. Du hattest doch als Kind auch kein Pferdchen. Warum ist dir das denn jetzt so wichtig? Aber in Minecraft kann man wenigstens diese Wünsche erfüllen. In Minecraft kann man Wünsche erfüllen. Alter, der Wald brennt jetzt hier gleich lichterloh. Geh mal, also wenn du die Lavaquelle siehst, ich gehe da gerade mal hin. Das brennt immer weiter. Doch, hinter dir. Warum? Es brennt doch nur an dem einen Stück. Ja, jetzt hört's auf. Okay, aber wenn die Bäume immer ganz nah aneinander stehen, dann brennt es immer weiter. Du armes Ding. Ja, du kriegst schon noch ein Pferdchen. Wir werden ja, dir und dann? Ja, aus dem Reagenzglas. Folgen. Nein, aus dem Reagenzglas. Wir werden dir genetisch eins herstellen. So wie warum gibt es denn keine im Wald? Das ist, finde ich, so wie Frankensteins Monster. Ja, wir suchen das schon. Wir wissen ja, wo welche sind. Das haben wir in der 200. Folge gesehen, ja? Wie macht man Pilzsuppe? Mit Pilzen.